Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hand Showdown. Ich war mit der lieben Hanna im Duo gegen Trio auf der neuen Map unterwegs und wir haben eine Sniper-Runde gespielt. Wir haben beide, glaube ich, die Zorngeist dabei gehabt. Also ich hatte die Zorngeist, ich weiß gerade gar nicht, was die Hanna hatte, aber ich glaube auch. Und ich habe leider am Anfang vergessen, die Szene umzustellen, wie so oft im Stream. Deswegen, wir haben den ersten Clou oben bei Stanley geholt und haben dann Gegner über die andere Seite der Brücke gehört bei Kingsnake. Und da geht's dann los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Würde mich über einen Kommentar von Algorithmus freuen. Ein Like wäre sensationell. Und die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf wartet ihr denn? Haut rein, viel Spaß. Oh, ich habe die Szene nicht umgestellt. Ich Vollpfosten. Das ist eine Derringer. Der läuft runter, ja. Ich sehe einen. Die sind nach unten gelaufen, Richtung Moses. Dann können wir auch Weeping mitnehmen, Hanna. Ja. Lause Sheriff. Die das haben keinen Bock, leise zu sein, wie scheint. Nee, die triggern ja alles. Ist ich hab so ein Flashback von gestern, das hat irgendwie uns auch nicht so geholfen. Nee. Die ist irgendwie, sind irgendwo Raben. Ah, hinter uns, okay. In den Kampf? What? Nee, ich glaube, unten ist noch ein anderes Team. Das könnte vor Bolden oder so werden. Raben vor uns. Also es wäre nicht schlecht, wenn wir nicht als erstes ankommen. Ja. Werden wir eh nicht. Also. Sicher, dass das kein Kampf ist, das ist schon ganz schön viel. Doch, doch, das kann Kampf sein. Hier war jemand. Hey, Moment mal. Hä? Ja, die waren hier. Dann waren das die, die wir gesehen haben. Ja, oh, auf der Brücke. Geh übers Wasser auf die andere Seite, weil da ist gerade ein Immo. Hm. Also der hier ist nicht genommen. Ja, dann haben die nur einen bekommen. Es ist forked. Ja, okay. Oh, Scheiße, hier sind Hunde. Ah. Da so die Höhe. Mhm. Oh. Anna, die meint's ernst, glaube ich. Mhm. Ich glaube, die müssen wir aufreiben. Ich glaube auch. Ach du Scheiße. Ich glaube mir jetzt aber nicht so. Pumpe und Fanning. Ich sehe einen oben drauf. Da ein bisschen weiter rechts. Komm. Ja. Ist reingelaufen. Da ist ein Zombie jetzt. Der läuft auch hinterher. Das ist aber jetzt Boss, ne? Ja, ja, die machen Boss. Oh, der eine ist tot. Oh, hier sind Fische im Wasser. Da kommt noch ein Zombie um die Ecke. Wir müssen übers Holz gehen hier. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich ran will, wenn ich ehrlich bin. Stopp! Nee, ist das Wasser, alles gut. Ich glaube, ich will gar nicht ran, weil die kriegen den eh jetzt schnell down. Weil guck mal, ja, wie oft die schon auf den geschossen haben. Mhm. Noch einer. Er ist tot. Nee, nee. Dings ist tot. Okay. Hä? Jetzt ist aber einer tot. Okay, ich möchte doch ran. Ich
Ich gehe mal hier oben auf das Haus. Geh doch nicht rein. Da ist einer vor der Tür. Hab ihn. Nice. Wir haben halt noch nicht gebanished, ne? Also alle Tode sind jetzt nice to have, aber... Ja. Wirklich helfen uns nicht weiter. Ich glaube, von hinten kam da noch ein Team. Südosten, meinst du? Mhm. Ja. Ich sehe den Dings da liegen. Den Boss. Mhm. Ich glaube, der wollte den gerade aufheben hier. Ich gehe mal hier in den Wald ein Stück, ja? Ja. Dann kann ich hier nämlich ein bisschen lang schauen. Oh, soll ich mit Schlange banishen? Oh, hast du... Das wäre fantastisch. Was soll ich machen? Mach mal bitte den Hühnerkäfig weg. Abschießen? Ja. Hast du geschafft? Ja, ja. Nein. Das ist perfekt jetzt. Ich glaube, die sind alle tot, Hanna. Ich kann nichts mehr hören. Ja, wir haben ja ein Sterben hören, ne? Und dann auf einmal ist noch einer gestorben und dann hast du einen erschossen. Ja. Ich weiß nicht, was der machen wollte. Der kann sein, dass der hier einen aufheben wollte. Warte mal, ich bleib trotzdem mal hier außen, ja? Ich hab den hier drin erschossen. Ja, der wollte seinen Kumpel aufheben, glaube ich. Meinst du, es war nur du? Nee. Also, pass auf. Einer ist am Boss gestorben. Steps. Wo? Südwest. Das ist nicht gut. Komm vom Prison. Ich hör's. Oh je. Ist hier nicht so vorteilhaft. Ich guck mal, ob hier einer eine Pumpe für mich hat. Oh nein, hier ist ein Fenster. Müsste ja jemand. Ja, scheiße, die Kacki-Pumpe. Was sind die Kacki-Pumpe? Die Alamo. Einer kommt hier unten ran. Ich habe nur 3 Schuss. Nate, Achtung. Mhm. Hive-Glas. Hier vorne. Er kommt hier, glaube ich, rein. Okay, ich muss rangehen. Ich kann dir von hier aus nicht helfen, die Wege zu finden. Nee. Junge! Ich habe vergessen, die große Spritze mitzunehmen. Ich hab da hinten Stacheldraht davor geworfen. Man kommt hier trotzdem rein. Okay. Das ist nicht schlimm. Ich mach zu hier, ja. Mhm. Was sind die so? Einer ist unter uns. Ja. Ich weiß nicht, was der für eine Waffe hat. Nimm mal auf, bevor jemand Schlange hat. Da liegt noch eine Romero, Hanna. Mhm.
Flash? Ich bin komplett flashed. Bei mir irgendwo. Ja. Er hat die Tür hier aufgemacht. Vorne auch beide Türen offen. Ich habe jetzt die Alamo genommen mit Snack. Ja. Da ist einmal Muni. Ey, mit Snack getroffen aus 2 Metern, er ist nicht tot. Einer könnte hinter dir sein. Scheiße, ich flash mich selbst, wenn ich hier rauswerfe. Sie war da. Hä? Einer hat Hit. Warum? Einer ist hinten drin, glaube ich. Nee? Die ist außen, die ist hier außen. Waffe, scheiße. Der steht ja hier vorne am Eingang. Wie soll da durchlaufen, das nämlich. Was? Was denn? Die Heilung ging nicht durch. Die Waffe ist scheiße. Die ist richtig scheiße. Du geflasht oder er? Ich. Einen habe ich. Schön. Der andere steht hier hinten vor. Ja, die ist hier, die ist hier. Unten? Nee. Die läuft jetzt rum. Nein, die läuft jetzt rum. Mann, er hat 2 Hits mit der Dings gefangen. Oh Gott. Denke ich mir eigentlich. Warum nimmt man so eine behinderte Waffe mit? Das ist ja absolut kacke. Ich über die hier. Hast du noch einen Verband über? Ja. Warte. Komm mal hinter. Ja, ich wollte nicht so weit weg, weil der Typ sonst aufgehoben wird. Geil, danke. Ja. Ich guck kurz. Letzte Sekunde. Bei dir davor. Ich glaube, der hebt den jetzt. Nur noch einen Schuss drin. Der steht hier direkt daneben. Der will den heben. Der sitzt an dem dran. Wo ist er denn? Hier an der Ding? Ja, ja. Nutzt Sicht. Und einer ist ganz hinten. Oh, der ist noch da hinten. Ja, ich habe dich nicht gesehen. Hab ich mich erschrocken, Anna? Den gehoben. Nice, danke. Steht vor. Die stehen beide da, ich bin am Sack. Jetzt kommen sie von allen Seiten, hinter uns. Zum Heilen jetzt. Die soll da vorne lang laufen. Ja. Ja, sie stirbt. Sie ist tot. Nice.
Hanna, wollen wir den hier hinten pushen? Der läuft jetzt rum. Ich glaube, er ist unten, oder? Nee. Hab ihn. Schön, nur noch der da hinten. Der ist jetzt oben. Ist drin, ist drin, ist drin. Ist drin. Ich hab die Mundharmonika in die Hand, die Ziehharmonika. Okay, das war's. Ach du Scheiße. Was war's? Oh, die Wale. Gott sei Dank habe ich die gesetzt. Was ist die ganze Zeit drauf, ich hab die ganze Zeit drauf gewartet, dass sie reinläuft und sie ist die ganze Zeit kurz vorher immer wieder zurück. Hallo, war das ein Stress. Oh. Hallo Mö. So, warum genau hat er nicht geschossen? Was hat er versucht? Aber die Waffe ist ja richtiger Schmutz. Hanna, ich hatte die Ziehharmonika an der Hand. Als du gesagt hast, der ist drin, der ist drin. Ich hab so eine Panik bekommen. Ich hätte ihm die Ziehharmonika gegen den Kopf gekloppt, wenn du nicht gehauen hättest. Aber geht das überhaupt? Ja, du kannst schlagen, wenn du das hast. Oh, Alter. Da liegt so meine Zorngeist, die nehme ich auf jeden Fall wieder jetzt. Boah. Oh, ja, ja, das war super intensiv jetzt. Oh, mein Güte. Und er ist durch ein Stacheldraht hier? Ja, wahrscheinlich war da noch ein bisschen Stacheldraht, weil er ist erst hier drüber und ich dachte aber, er steht vorne dran. Ah. Dann habe ich quasi zu spät realisiert, dass er da stehen hat, vorbeigeschossen und als er hier runtergesprungen ist, war er bestimmt ein bisschen am Bluten. Okay, okay, okay. Aber, ja. Oh Gott, ey. Krass. Das war doch eine gebührende Abschlussrunde. Noch sind wir nicht draußen. Ja. Oh, so. Irgendwo liegt hier doch jetzt noch. Warte, hier liegt noch der Phantom. Bleib unten, bitte, Maus. Nee, du sollst runter. Nein! Maus. Maya? Als du gerade Maus gesagt hast, hat es mich an meinen Papa erinnert. Ja? Ja, der hat mich auch immer Maus genannt. Oh. Macht er heute noch. Also als Spitzname so. Maus oder Mäuschen. Also das hieß. Mm. So, ich habe noch 17 Punkte zum Abgehen und ich habe eben keinen gesehen in der Sicht. Ja, ich gucke. Ich habe 2. Immerhin. Oh, ich bin echt fix und fertig jetzt. Das war zu viel für die Nerven. Vor allen Dingen, ich war so in Panik, als du gesagt hast, der ist drin, der ist drin. Ja, weil er stand halt genau neben dir. Ich glaube, der hätte dich auch locker messern können. Ja, der hätte mich auch weggemacht. Ich hatte halt nur diese scheiß Falle in der Hand. Ja, aber ich bin froh, dass ich den mit der Pumpe machen konnte, weil vorher die Hits mit der Pumpe hat keinen getötet, obwohl die halt wirklich in derselben Entfernung sind schon wie gerade. Ja. Ganz komisch. Aber was auch sensationell war, als er mich erschossen hatte das erste Mal, dass du mich heben konntest, dass er draußen seinen Mate geholt hat. Das war taktisch nicht schlau von denen, aber die wussten ja nicht, dass wir zu zweit sind. Ja, und die wussten, also er musste sich ja auch heilen, weil du hast ihm einen Hit mitgegeben. Er hat es nämlich schnell geheilt noch. Mhm. Eigentlich wollte ich dich auch schneller heben, aber ich habe statt dich zu heben, habe ich die Falle in die Hand genommen. Ja, ich habe es gesehen, ja. Was ist denn mit der Spritze da vor? Ah. Hey! Hallo! So, jetzt gucken wir aber erstmal die Auswertung. Ja. Waren nur 5 Kills, es kam mir viel, viel intensiver vor. Ja, guck, ich habe Team 1 den letzten da gekillt. Mhm. Und der wollte gerade seinen Kumpel, glaube ich, aufheben. Boah, wie bitter für den. Oh, guck mal, der eine war nur 3 Sterne. Mhm. Was für eine Runde. Das war wirklich ultra stressig. Es waren am Ende in Anführungszeichen nur 5 Kills, aber es kam mir viel, viel intensiver vor. Und das Krasse ist, als ich am Ende dann mit der Falle vor dem gestanden habe, ich habe mich so erschrocken. Schon am Anfang, also nicht am Anfang, wo ich da rechts am Tor stand, als der reingeschossen kam, da habe ich mich schon so erschrocken, da habe ich irgendwo rechts hochgeschossen. Habe natürlich auch Aim Punch gehabt durch ihn, aber da, wo er mich gekillt hat, glaube ich, war das. Unfassbare Runde. Wir wollten eigentlich weiter wegbleiben und snipern und dann kam irgendwie alles anders. Aber so ist es manchmal.
So, jetzt muss ich mir überlegen, was ich zur 500. Folge mache. Ich habe ein Riesenproblem. Ich habe nämlich kaum eine Idee. Ich habe zur 100. schon was Besonderes gemacht, zur 200. und so weiter und so weiter. Und irgendwann gehen einem die Ideen aus, weil ich ja nicht mehr dasselbe machen möchte. Ich habe schon so eine kleine Idee, was ich machen werde. Aber was ich ganz sicher machen werde, das ist am Samstagabend streamen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr einfach reingucken. Ab. Ja, sagen wir ab 20 Uhr mache ich Stream an und da verlose ich auch ein paar Skins, wenn ihr Bock drauf habt, zur Feier des Tages. Es wäre sensationell, wenn ich dann auch noch meinen 5000. Abonnenten bekommen würde und meinen 2000. auf Twitch. Gut, auf Twitch, das ist noch ein bisschen hin bis zu 2000, aber die 5000 ist nicht so weit weg. Vielleicht ist das ja noch machbar, aber ich glaube bis Samstag nicht. Aber wir, ihr wisst jetzt Bescheid, am Samstagabend streamen ab 20 Uhr mit dem Marc und mal gucken, wer noch mitmacht. Vielleicht finden wir noch einen dritten. So, jetzt denkt an mein Teamspeak, das ist unten verlinkt, genauso wie game.de. Die haben mir den extra für euch zur Verfügung gestellt. Könnt ihr jederzeit nutzen, könnt auch game.de gerne mal besuchen. Gerade wenn ihr selber Teamspeak, Mumble, Root Server, Game Server, Web Server etc. sucht, seid einer super Adresse. Holy Energy ist unten verlinkt, eine gesunde Alternative zu Red Bull, Monster. Unten sind auch noch zwei Rabattcodes. Guckt es euch mal an, ich bin super begeistert. Unser Discord ist verlinkt und jetzt lasse ich euch in Ruhe mit den Verlinkungen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag und wir sehen uns eventuell heute ab 14:30 Uhr circa auf Twitch oder dann heute Abend Community Day. Nicht vergessen, ab 20 Uhr. Haut rein. Tschüss.